Ich bin Marc Kadrides, schaffe bei der Schreinerei Fett John Geisling. Ich habe ein Sideboard gemacht. Links und rechts zwei Türen. In der Mitte zwei übereinander liegende Schubkästen. In der rechten Tür habe ich einen innenliegenden Schubkasten, der von innen verschließbar ist, mit einem Riegel, mit einem versteckten. Als kleines Highlight habe ich es indirekt beleuchtet. Meine Hauptmaterialien sind Nussbaum und weiß lackierte Oberflächen. Als Grifflösung habe ich eine Griffmulde ringsherum eingefräst, die über alle Fronten gleichmäßig drüber geht. Was auch noch ein Highlight ist, ist die Wirkung durch die Schattenfuge, dass es so aussieht, als würde der innere Korpus im Äußeren schweben und dass einfach das Möbel so eine schwebende Wirkung hat. Das wollte ich auch bezwecken. Finde ich, ist eigentlich ganz gut gelungen. Ein paar Schwierigkeiten gab es auch. Zum Beispiel meine Fronten. Das war auch ein Geschiss, bis die alle passt haben. Und meine Schubkästen, weil sie relativ breit sind, hat es auch eine Weile gebraucht, bis die gelaufen sind. Aber am Ende hat alles gepasst. Jetzt funktioniert alles. Bin auch stolz drauf, dass es alles fertig ist und ich bestanden habe. Hallo, mein Name ist Paul Raff, komme von der Schreinerei Marco Schmid in Weschenbeuren. Ich habe hier eine Vitrine für mein Hobby Drohne gemacht. Hier oben dreiseitiges Glasvitrine, kann man von hier oben öffnen. Dann kann man hier seine Drohne hinrichten, wie man es will. Dann hier ist der klassische Schubkasten, wo man nur aufmachen kann, wenn die Tür offen ist. Dann hier unten Tip-On-Schubläden, wo man mit Tip-On aufmachen kann. Und dann hier eine Platte, wo ich meine Sachen packen kann, wenn ich auf einen Ausflug gehe und meine Drohne und Akkus und alles packe. Dann kann ich hier noch eine Arbeitsfläche. Genau. Hier noch schicke Beleuchtung, wo man hier alles meine Drohne dann beleuchtet. Dass man sieht, die ist dann mit Schaltzeituhr geschalten, dass sie immer tagsüber an ist und abends dann wieder aus ist. Mein Name ist Luke Schomburg. Ich habe gelernt bei der Schreinerei Oberdorf in Eschenbach. Das ist mein Gesellenstück, mein Ghetto Blaster, wo ich Schallplatten mit integriert habe, um einfach dieses alte Gefühl von Musik mit der neueren Zeit zu verbinden. Ich habe jetzt hier zwei bewegliche Teile, die zwei Türen, die mit den Tonarmen aufmachbar sind, wo dann als zwei bewegliche Teile dienen. Das geht rechts und das geht links. Da sind dann auch innen drin einzelne Schallplatten, die ich mir so zugesägt habe, dass das einfach ein schönes optisches Bild gibt. Was auch noch, mein Gestell ist was ganz anderes, wo halt einfach bisschen noch dieses aus dem simplen Möbel was Spannenderes macht. Und mein verschließbares Teil ist der Schubkasten. Der geht nur mit dem rechten Tonarm auf. Da ich die Magnete so extra eingebaut habe, dass das mein verschließbares Teil dient. Das kann man so aufmachen und dann kann man den wieder ganz normal hier hin. Und das ist das verschließbare Teil. Ich bin extrem Fan von Schallplatten, deswegen wollte ich unbedingt, was ich in meine Wohnung stellen kann, wo ich einfach Plattenspieler draufstellen kann, Musik anmachen kann und genießen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich sowas. Das habe ich so noch nie gesehen. Deswegen wollte ich dann einfach mal was Neues, was Kreatives. Nicht jetzt ein Sideboard, weil das war auch in der Idee, aber ich wollte einfach, wo man hinguckt und denkt, das habe ich so noch nie gesehen. Und das ist dann daraus entstanden. Also ich bin Annabelle Liebler. Ich habe meine Ausbildung bei der Schreinerei Moldaschel in Göppingen gemacht. Und mein Gesellenstück ist Kirschbaum furniert mit einem durchlaufenden Furnierbild. Die obere Front ist nach oben aufschiebbar. Eine kleine Klappe und ein Schubkasten ist unten drin. Ja.
Also ich bin Timo Wojcik und ich arbeite in der Firma Hötzl in Deggingen. Zu meinem Gesellerstück, ich habe ewig lang rumüberlegt, was ich machen will und wusste eigentlich, dass ich auf jeden Fall was mit Epoxidharz machen will, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Man kann viel damit machen. Und deswegen habe ich mich dann für einen Nussbaum mit einem blauen Epoxidharz entschieden. Das ist ein amerikanischer Nussbaum. Ist aber nicht komplett Nussbaum, sondern da ist einfach ein Starkfurnier drüber, weil ich das relativ gut schleifen musste. Das war da schon mal die erste Bürde. Das Eingießen war auch nicht gerade einfach. Hat schon sehr viel Zeit in Anspruch genommen auf jeden Fall, mehr als ich dachte. Das hier ist nicht komplett eingelassen, das ist auf 8 mm eingefräst worden und dann ausgegossen und dann halt noch komplett runtergeschliffen, weil man es ja übergießt. Ja, okay. Also die Schubkästen an der Seite habe ich einfach reingemacht, um dem ganzen Möbel noch ein bisschen mehr Leben zu geben, damit es nicht einfach nur ein Rechteck ist und einfach nur dasteht mit ein bisschen Epoxidharz. Ich habe auch einen Schubkasten mit Absicht ein bisschen in die Tiefe reinversetzt, einfach auch nur ein bisschen mehr Spannung reinzukriegen. Ich habe zwei Fachböden noch reingemacht für Schuhe. Eine Kleiderstange ganz normal für die Jacken halt, wo ausziehbar ist. Und genau, mehr ist eigentlich dann auch nicht. Ich bin Aaron Foxbrunner und ich habe die Ausbildung als Schreiner bei der Schreinerei Harder im Reicherbachheim Täle gemacht. Eine ziemlich kleine familienbetriebene Betrieb. Und ich habe als Kirlestück mal einen Schreibtisch aus Nussbaum gemacht. Also die Eckverbindung ist gezinkt rechts und dann habe ich noch einen zinkten Schubkasten und eine Türle mit Schloss. Und eine doppelte Rückwand als kleines Geheimversteck hinterm Türle. Ich habe ein Jahr mit meiner Freundin zusammengezogen bin und uns hat noch ein Fernseh-Lowboard gefehlt. Hier hinten habe ich einen Durchlass für Kabel gelassen. Das habe ich jetzt zugemacht, dass es bei der Vorstellung hier nicht so schäbig aussieht. Der Sockel kommt nachher natürlich weg. Das ist jetzt nur, dass er, weil es so schwer ist, dass es schnell zum Auf- und Abbauen ist für die Präsentation hier. Ja. Ich habe innen drin habe ich Brechspan genommen, das ist weiß lackiert. Außenrum habe ich Eiche auf Gärung gesägt überall, dass es schön leicht wirkt, aber trotzdem auch ein bisschen schwerer. Habe ich mit Klarlack lackiert. Das ist mein Gesellenstück, das ist ein Garderobenmöbel für meine Motorradklamotten. Das habe ich gebaut, weil ich es brauchen kann. Ja, und mir hat es einfach in dem Eiche-Stil ganz gut gefallen, gerade mit der Rahmentür und einfach einem Plattenbaukorpus. Ja. Also ich bin der Paul Vater aus der Schreinerei Brenner. Ich habe ein Plattenspielermöbel gemacht. Das ist aus Räuchereiche, also Räuchereiche furniert und doppelt geölt. Ich habe einen Plattenspieler da drin stehen von Project. Den habe ich gesponsert bekommen von der Firma. Und ja, mein Klappenhalter ist ein alter Käfergurt, den ich praktisch zweckentfremdet habe und ja, dadurch meinen Klappenhalter eben gemacht habe. Und ja, die Besonderheiten an meinem Möbel sind vielleicht mein Verschluss. Der ist unten dran mit dem Magneten. Und ja, ich würde sagen, der Plattenspieler ist auch relativ besonders. Mein Name ist Dominik Schaupel, ich komme aus der Schreinerei Lutz. Ich habe hier diese Galgerwobe gebaut, wie ich es liebevoll genannt habe. Für Motorradklamotten hauptsächlich, also hier kommen Helme rein. Sonst eigentlich
Ja, ich habe davor hab ich studiert, Chemie. Habe dann aber festgestellt, dass ich später nicht im Büro arbeiten will und habe deswegen jetzt nochmal umgeswitcht auf Schreinerlehre. Ja, das war's eigentlich. Bisschen an meinem Verschluss habe ich noch rumgemacht. Da habe ich extra an mir was ausgedacht, dass der Schubkasten von alleine rausgeht, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll und das verschließbare Teil komisch war. Ich bin der Alexander, habe eine Vitrine gebaut, arbeite in Scharische bei der Firma Alpholzküche. Die Vitrine besteht aus Bucherholz und Glasfachböden. Verstellbar in der Höhe, kann man Modelle reinpacken nachher, also mache ich zumindest. Ja. Schublade unten drin, Tür oben, seitlich, vierseitig Glas, dass man halt überall reinzieht, dann was drin steht. Ja.